Erbrechen bei Kindern ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Kinder erbrechen häufig, da ihre Mägen noch sehr empfindlich sind. In der Regel ist das Erbrechen harmlos und vergeht meist nach 1 bis 2 Tagen wieder. Ursachen sind zum Beispiel ein kaltes Getränk, das zu viel Durcheinanderessen, sowie Aufregung oder Angst. Ein Arztbesuch ist nicht immer nötig. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind genügend Flüssigkeit zu sich nimmt, um ein Austrocknen, Dehydration zu vermeiden. Was können Sie selbst tun, wenn Ihr Kind erbricht? Beruhigen Sie Ihr Kind. Ein kühles Tuch auf der Stirn kann helfen, Übelkeit und Schwindelgefühl zu verringern. Versuchen Sie, dass Ihr Kind in kurzen Abständen kleine Mengen trinkt. Geben Sie Ihrem Kind keine kohlensäurehaltigen oder stark gesüßten Getränke. Spezielle Trinklösungen aus Salz und Traubenzucker helfen, den Flüssigkeits- und Salzverlust, der durch das Erbrechen entsteht, auszugleichen. Sie erhalten die Trinklösungen rezeptfrei in der Apotheke. Geben Sie Ihrem Kind nichts zu essen, solange es erbricht. Beginnen Sie nach einer ca. 6-stündigen Nahrungspause mit einer leicht verdaulichen, fettarmen Kost. Zum Beispiel Karotten, Reis, Bananen oder Kartoffelpüree. Außer Ihr Kind hat schon früher Appetit. Den Mund mit Wasser oder Tee ausspülen kann gegen den schlechten Geschmack im Mund helfen. Übergibt sich Ihr Kind, drehen Sie es zur Seite oder nehmen Sie es hoch. Medizinischer Rat ist einzuholen, wenn Ihr Kind erbricht und gleichzeitig Fieber und Durchfall hat. Wenn es müde wird, Zeichen von Auftrocknungen hat, zum Beispiel, dass es wenig Urin hat. Weiter sollten Sie zum Arzt gehen, wenn das Kind nach einigen Tagen noch erbricht oder wenn es am Morgen erbricht. Wenn Ihr Kind gar nichts mehr trinken mag, sollten Sie nicht länger als 6 bis 12 Stunden abwarten. Außerhalb der Öffnungszeiten der ärztlichen Ordination genügt es im Regelfall, Ihre Hausärztin, Ihren Hausarzt am nächsten Ordinationstag zu kontaktieren. Sofort zu Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt sollten Sie gehen, wenn Ihr Kind erbricht, weil es einen Unfall hatte oder gestürzt ist. Weiters, wenn das Erbrochene blutig ausschaut, grünlich oder sehr gelblich wird. Weitere Maßnahmen sind zu ergreifen, wenn Ihr Kind Medikamente oder Putzmittel eingenommen haben könnte. Wenn Ihr Kind starke Bauchschmerzen oder starke Kopfschmerzen hat oder eventuell einen steifen Nacken, ist immer Ihre Ärztin oder Ihr Arzt aufzusuchen. Bei Unsicherheiten, ob es sich um einen Notfall handelt, können Sie jederzeit die telefonische Gesundheitsberatung unter der Telefonnummer 1450 anrufen. Weitere Infos finden Sie auf wobinichrichtig.at.